Hallo, ich bin Beate Wildenroth, freischaffende Künstlerin, seit 2005 in Dresden wieder tätig. Ich habe studiert in der HBK Braunschweig bei Professor Dahn, meinen Abschluss gemacht. Und als ich herkam, war ich in meinem Atelier in der Bismarckstraße. Das ist hier in der Sedlitz, ist ein bisschen weiter weg, nicht so zentral gelegen, aber immerhin waren es 90 Quadratmeter, die mir zur Verfügung gestellt wurden allerdings von einem Mäzen und die durfte ich dann bis 2011 bearbeiten. Nicht die Räume, aber ich habe da gearbeitet und das war natürlich ein großer Luxus, weil ich auch Großformatik gerne male. Und bin dann im Zuge dessen, dass ich das mir auch nicht mehr, es wurde, dann musste ich quasi die Miete selber tragen, es ging nicht mehr so weiter. Ich musste dann gehen mit meinem Atelier und das bin ich dann in die Lößnitzstraße, das war ein Kulturraum, da war geschaffen von der Trebak, zur Verfügung gestellt für mehrere Künstler und Aktive. Es war ein wunderbares Zusammensein. Da hatte ich natürlich nicht mehr so viel Platz mit 26 Quadratmeter. Aber ich habe mich arrangiert und dieses wurde dann von der Trebak 2013 angekündigt, dass es zum Abbruch kommt oder zum Verkauf. Daraufhin habe ich mich natürlich hier in der Gegend umgeschaut nach bezahlbaren Atelierräumen, was gar nicht einfach war. Und der Glück war mir hold und wir hatten dann eine Möglichkeit, in einem Ladenatelier was zu finden. Ich habe mir dann einen Kompagnon gesucht und das war aber ein sehr Altbau mit Kohleheizung, also schwierig im Winter vor allem da einigermaßen arbeiten zu können. Da mussten wir leider die Räume verlassen, sind jetzt in der Erlenstraße, Ecke Hechtstraße, 9. Auch ein alter Laden, ein Gemüseladen. Es lässt sich ganz gut präsentieren, die Werke, aber schlussum ist der Arbeitsraum nicht ausreichend, um mich so in Gänze auszuleben, wie ich das eigentlich auf einer Leinwand sonst gewohnt bin, in der Größe des Formats. Also habe ich mich jetzt auf kleinere Formate beschränken müssen. Ja, das ist eine Kostenfrage. Entweder man hat eine Gemeinschaft, eine Ateliergemeinschaft, müsste man dann suchen und ich bin nicht fündig geworden, nach dem Abbruch von der Lößnitzstraße einen Raum zu finden, der mit vielleicht einer Größe von 30 Quadratmetern als Arbeitsfläche taugt. Und es ist jetzt eben halt, wie ist das, 15 Quadratmeter oder 20 höchstens. Woran das liegt, ich würde mal sagen, an den Kosten der Immobilien. Also das ist einfach so. Es gibt nichts Bezahlbares mehr. Oder man hat Glück, aber in der Markt gibt es nicht mehr, sagen wir es so kurz gesagt. Ja, mir wäre mein Arbeitsplatz genommen, gut Deutsch. Also ich würde wahrscheinlich dann auch suchen müssen oder ich würde zu Hause arbeiten. Ich weiß es nicht. Das ist halt eine Grundlage, die mir verloren ginge. Super, danke.